Oh, ein siegreicher Held lässt mein Herz höher schlagen, Schätzchen. Gefällt euch, was ich vorbereitet habe? Mehr war so kurzfristig nicht möglich. Lyrant erwartet euch oben. Aber seid euch versichert, dass ich euch alle Freuden des Hauses Caprice zeigen möchte. Später. Kostenlos. Uiuiui. All you can eat vom Buffet. Oder was waren hier die Freuden nochmal? Buffet reicht. Mehr muss nicht. Mach dir keinen Ärger, Schätzelein. Mir reicht ein bisschen was vom Buffet. Aber ich glaube, hier gibt es andere Sachen. So, jetzt haben wir es aber langsam. Ihr habt euch meinen Respekt verdient, Sterblicher. Und den all meiner Klingenträger. Ich hoffe, wir werden eines Tages wieder an eurer Seite kämpfen. Passt mir bis dahin auf die Anachoretin auf. Ich habe über die Worte von Merones Dagon gescherzt. Boah, ey, das hatten wir aber lange nicht mehr. Hab ich mich jetzt wieder erschrocken, du. Hey, der Witzke, Herr Kapitän. Ja, ich hoffe. Ihr habt euch auch erschrocken. Hey, ja, 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 der Opa Rainer hier wieder. 100 Bits, Dankeschön. Oh, und das während der Erkältung mit Antibiotika. Das geht gar nicht gut. Das geht auf die Pumpe, sage ich euch. Ja, danke für das Airhorn. Das passiert hier manchmal auf dem Kanal. Opa Rainer hat hier nämlich mittlerweile schon 64.485 Bits gespendet. Und das war gerade das altbekannte Airhorn durch die Sound Alerts, die man hier einfach nutzen kann und dann in vielleicht in die Top 10 der gecheerten Bits kommt von Twitch. Die kann man sich hier holen bei Twitch und dann kann man damit Sounds machen. Oder ihr könnt auch Sticker aufkleben mit dem Sticker Manager. Also danke dafür an Opa Rainer. 100 Bits als Spende. Wie schwer waren die Verluste der Klingenträger bei der Schlacht in Hoffensbrand? Viele meiner Kühen sind gefallen. Die meisten, um genau zu sein. Wir waren gegen die Streitkräfte von Valkyna Snogfors klar in der Unterzahl. Doch ich trauere nicht, Sterblicher. Jene, deren Leiber in Hoffensbrand vernichtet wurden, werden schon früh genug zurückkehren. Und jeder Klingenträger viel ehrenhaft. Der Schmerz des Sterbens bedeutet euch so wenig? Kein Kühn geht willentlich in die Dunkelheit, Sterblicher. Wir kämpfen verbissen, um sie zurückzudrängen, genauso wie ihr es tun würdet. Und ich werde meine Clangeschwister vermissen, bis sie wieder zurückkehren. Manche werde ich schon bald wieder sehen, andere ein ganzes Fürstenalter nicht. Und was steht für die Klingenträger als nächstes an? Unsere Fehde mit Nokfros und seinen Schergen ist vorbei. Jene meiner Kühen, die durch seine Hand gelitten haben, wurden gerächt. Und die Geschichte unseres Zorns wird aller Orten erzählt werden. Doch von nun an werde ich ein Auge auf die Truppen von Merones Dagon haben. Nur für den Fall. Eine gute Idee. So, wen haben wir denn noch hier? Ich gebe zu, mir fehlen wirklich die Worte. Die Kataklysten zu zerstören, gegen Dagons Diener zu kämpfen, meine eigene Mutter zu stellen. Die Welt war einfacher, als die Maske mich vor mir selbst verbarg. Es wird lange dauern, all meine zurückgekehrten Erinnerungen durchzugehen. Ist es nicht besser, die Wahrheit zu kennen? Kenne ich die Wahrheit? Manche Dinge bleiben immer noch verborgen. Ich weiß, wer meine Eltern waren, ja. Doch ich erinnere mich nicht an viel aus meiner Kindheit. Ich könnte euch nicht sagen, wo ich aufgewachsen bin oder wer mich großgezogen hat. Und ich weiß nicht, was Merones Dagon mit mir will. Ihr solltet in Ferngrab sicher sein. Merones Dagon kann euch dort nicht erreichen. Tja, ob das so ist, weiß ich gar nicht. Ich sag, ihr müsst vorsichtig sein. Merones Dagon macht keine leere Drohungen. Ihr habt recht. Ferngrab bietet zumindest einen Gewissensschutz. Merones Dagons dädrische Diener können nicht gegen die Statuten verstoßen. Doch ich kann mich nicht für immer vor dem Fürsten der Zerstörung verstecken.
Und ich will es auch nicht wirklich versuchen. Was werdet ihr jetzt tun? Ich kann mich noch nicht ausruhen. In dem Mosaik, das erklärt, wer ich bin, fehlen nach wie vor Steinchen. Mhm. Ich glaube, ich finde sie besser, bevor ich wieder Merunes Dagon entgegentrete. Wohin mich das führen wird, wer weiß. Doch was auch kommen mag, ich bin immer noch die Anachoretin. Ich mag, wer ich geworden bin. Ja, super. Dann noch Arox, wenn wir mit ihm sprechen können. Ja. Dankbarkeit ist ein Konzept der Sterblichen. Doch ihr habt mich getragen, bis ich wieder fliegen konnte. Das verdient Anerkennung. Ich sage es ganz schlicht. Ihr seid der erste Sterbliche, den ich nicht fressen will. Warum habt ihr die Chance aufgegeben, euren Fluch dauerhaft zu brechen, Arox? Ich tat dies nicht für euch oder die Anachoretin, Herr. Ich tat es, weil es mir die beste Chance auf Vergeltung bot. Hätte ich den sicheren Weg gewählt, wäre Nokvros schon außerhalb meiner Reichweite gewesen, bis Lyrant einen Weg gefunden hätte, um den Fluch dauerhaft zu brechen. Ist ein Akt der Vergeltung eine Ewigkeit als eine Dätratte wert? Ihr wisst nicht so viel über die Dädra, wie ihr meint, Herr. Wir sind geduldig, denn wir haben die Zeit auf unserer Seite. In irgendeinem kommenden Jahrhundert werde ich einen anderen Weg finden, um den Fluch zu brechen. Doch selbst falls ich das nicht tue, lebt unser Triumph über Valkynas Nokvros ewig weiter. Jo, und was werdet ihr jetzt tun? Lyrant war ein schlechter Einfluss auf mich. Ich gestehe, dass ich neugierig bin, was euer Treiben angeht. Die Sterblichen, meine ich. Ich glaube, ich werde euch eine Zeit lang folgen und mir ansehen, was euch so in diesem Reich widerfährt. Wer weiß, womöglich findet ihr ja etwas anderes, was meinen Fluch brechen kann. Noch eine Viertelstunde fürs Giveaway. Also Post-Xmas 2, falls ihr heute noch nichts gewonnen habt und noch gewinnen möchtet. Alles ist zu meiner Zufriedenheit ausgegangen. Ich habe erfahren, was ich erfahren musste. Und ihr habt abgewendet, dass die Verkörperungen Ferngrab und die Welt der Sterblichen verwüsten. Und da Schwester Selvina und Valkynas Nokvros tot sind, ist auch niemand übrig, der neue Kataklysten bauen könnte. Gut, könnt ihr mir erzählen, was genau ihr erfahren habt, Lyrant? Ihr wart in dieser Hinsicht recht vage. Ihr habt mir gut gedient und ich mag euch auf eine gewisse Art, Sterblicher. Doch bildet euch nicht ein, wir wären Freunde. Remora brauchen derlei Dinge nicht. Und ich werde meine Geheimnisse nicht mit euch teilen. Sie gehören mir und nur mir allein. Lasst uns über etwas anderes reden. Meint ihr, dass es der Anachoretin gut gehen wird? Die Anachoretin hat die Fähigkeit gezeigt, alle Widrigkeiten zu überleben, auf die sie stößt. Sie wird ihre Erinnerungen ordnen und sich irgendwann damit abfinden, wer ihre Eltern sind. Und hier in Ferngrab sollte sie in Sicherheit sein. Dafür werden die Statuten sorgen. Okay. Merunes Dagon wirkte an der Anachoretin interessiert. Das hier ist womöglich noch nicht vorbei. Es ist fürs Erste vorbei, kleiner Sterblicher. Die Tochter eines Langhauskaisers weckt auch mein Interesse. Doch dank eurer Mühen in Hoffensbrand wurde sie Dagon vorenthalten. Ihr habt mir und eurer Welt gut gedient. Nehmt dies mit meinem Dank. So, und dann kriegen wir die Seelengeflecht, Gesichtsbemalung und die Körperbemalung. Die gucken wir uns gleich natürlich mal an. Jene, die die Statuten von Ferngrab aufrechterhalten, zieren häufig ihren Körper mit diesem indigofarbenen Gitterzeichnungen. Nachdem sie nun auch außerhalb des Griffs zu haben sind, seid ihr ja vielleicht auch bereit, dabei zu helfen, dass Ferngrab seine Neutralität beibehält. Und jene, die darauf aus sind, nach Schlupflöchern in den Statuten von Ferngrab zu suchen, meiden geflissentlich all jene mit Gesichtsmalen wie diesen, die von den Entwürfen des Griffs inspiriert wurden.
Ihr mögt zwar nicht dem Griff angehören, aber zwielichtige Dädra im Bazar kurz innehaben zu lassen, der Mühe wert. Also das hier ist so ein bisschen die Polizeibemalung. Erster Fertigkeitspunkt, mal wieder hier nach langer Zeit. Ihr habt die Bedrohung der erwachenden Flamme von Dunkelforst abgewendet und Ferngrab vor den Verkörperungen gerettet, doch es bleiben viele Fragen. Merunes Dagon ist immer noch eine Bedrohung für eure Welt, Sterblicher. Und es gibt immer noch Dinge, die ich erfahren will. Werdet ihr mir wieder helfen? Noch ist die Hauptgeschichte nicht durch. Wir müssen noch weitermachen. Was braucht ihr, Lyrant? Ich will unsere Suche nach der vierten Ambition fortsetzen. Und wir sollten die anderen Ambitionen aufspüren. Somrin und Kalia. Sie müssen sich uns wieder anschließen, bevor Merunes Dagons Schergen sie finden. Ich will auch wissen, warum Dagon so an der Anachoretin interessiert ist. Also, wie machen wir weiter? Ich habe nach eurer Waldelfenfreundin Evely Schafpfeil schicken lassen. Ich hatte sie gebeten, die Dokumente der Langhauskaiser nach Hinweisen auf das Versteck der vierten Ambition zu durchkämmen. Sie wird bald eintreffen. Lasst uns sie am Platz der Portale treffen. Nun gut, ich treffe euch und Evely am Platz der Portale. Die günstige Gelegenheit wird bald verstreichen, Sterblicher. Sowohl für das, was ich noch erfahren will, als auch für die Rettung der Welt. Merunes Dagon wurde schon zweimal aufgehalten. Doch das wird ihn beim nächsten Mal nur noch gefährlicher machen. Gehen wir und treffen wir uns mit der Waldelfin. Okay. Helft mir nochmal ganz kurz. Was ist hier los? Wollt ihr ein Lob? Ihr habt getan, was ich wollte und wurdet entschädigt. So ist es Brauch unter Sterblichen, oder? Wollt ihr mehr? Nun gut. Ihr habt mir geholfen, die Geheimnisse der Langhauskaiser in Dunkelforst zu entwirren, wo wir drei der vier Ambitionen gefunden haben. Genau, die drei hatten wir eigentlich schon. Sombrin, Destron und Kalia. Ja, doch Destron starb im Kampf mit dem Hohepriester des Ordens der Erwachenden Flamme. Wir konnten allerdings Sombrin und Kalia vor Merunes Dagons Klauen bewahren. Nun durchstreifen sie die Totenländer mit dem Mysterium Xaxes, um zu lernen, wie sie ihre Kräfte beherrschen können. Genau. Und wir haben noch eine Sekte des Kults davon abgehalten, Ferngrab zu erobern. Also erinnert ihr euch? Ja, auf dieser Ebene des Vergessens haben wir von den Kataklysten und der Erschaffung von Verkörperungen erfahren, bevor ihr die Maschinen zerstört habt. Jo. Und wir haben die Anachoretin getroffen, die Erbin der Langhaus-Kaiserblutlinie. Dagon scheint sehr interessiert an ihr zu sein. Also jetzt geht's wieder um die vier Ambitionen, die wir schon seit Anfang des Jahres mal gehört haben. Drei haben wir getroffen, eine ist tot, jetzt sind es nur noch zwei. Mal gucken. Wie finden wir Sombrin und Kalia? Wisst ihr, wo sie sind? Nein, aber vielleicht hat einer meiner Kontakte in Ferngrad Gerüchte über mächtige Sterbliche gehört, die sich in den Totenländern verbergen. Wir werden unsere Aufmerksamkeit darauf richten, die Ambition zu finden, sobald wir mit Evely gesprochen haben und wissen, was sie erfahren hat. Was hofft ihr, was Evely finden kann, wenn sie die Langhausunterlagen durchgeht? Ihr und die Waldelfin habt viele Dokumente in den kaiserlichen Gewölben entdeckt. Wir hatten kaum Zeit, sie durchzugehen, bevor andere Aufgaben unsere Aufmerksamkeit erforderten. Vielleicht offenbaren sie den Standort oder die Identität der vierten Ambition. Man kann nur hoffen. Das wäre doch was. Warum seid ihr immer noch hieran beteiligt, Lyrant? Meine Neugier ist noch nicht befriedigt. Es gibt immer noch Dinge, die ich über Merunes Dagons Pläne und die Erschaffung der Ambitionen wissen will. Ich habe vor, diese und andere Dinge in Erfahrung zu bringen. Wenn unsere Ziele übereinstimmen, warum sollten wir da nicht zusammenarbeiten? Jo, und schon sind wir ganz schnell von den aktuellen Geschichten um die Kataklysten zurück in die Dunkelforst-Geschichten um die Ambitionen gesprungen. Noch immer wissen wir nicht genau, wie es zu Ende geht, was passiert und so weiter und so fort. Die Geschichte geht weiter. Faszinierend. So, Verkörperung, Illusionsstein haben wir bekommen. Und noch ein paar andere Sachen. Wir gucken uns mal an, was denn da so dabei war. Da, wo es hier gerade blinkt, können wir mal reingucken. Seelengeflechts, Gesichtsbemalung. Hier seht ihr diese Haken. Und genau, das gibt es dann auch nochmal hier. Leider sehen wir es gerade nicht, weil ich gerade doch ziemlich
gut angezogen bin. Darum können wir gerade nicht den Körper sehen. Aber hier Verkörperungen Illusionsstein. Mit nahezu natürlicher Leichtigkeit könnt ihr diesen Edelstein einsetzen, um die Illusion einer rubinfarbenen Verkörperung erscheinen zu lassen und deren Bewegung mit euren eigenen zu lenken. Sie lässt mit Sicherheit selbst die standhaftesten Zuschauer zusammenzucken. Da ist sie, die Verkörperung, und schon ist sie wieder weg. Ja, also da einen schönen großen neuen Emote mit einem Feuermonster, was einem, ja, hinter einem herauskommt, sage ich es mal so. Sieht aber schon cool aus, also muss man schon sagen, ne, ist schon ein schöner Emote, aber jetzt nicht so mein Favorit, aber auch nicht schlecht von den Emotes bis jetzt aus den DLCs. Auf jeden Fall auffälliger als so manch anderer Emote. Und wir haben ja auch noch ganz viele Errungenschaften bekommen. Ne? Also hier habe ich jetzt dann 5 Krallen lang Finger. Das haben wir eben für die Jahres-Event-Quest gemacht. Dann Held von Ferngrab. Und damit auch die neue Farbe hier in Gelb. Ja, also viel ist nicht mehr offen. Ja, wir brauchen nur noch den ersten Vortrag eigentlich von Zeldinas Vorträgen im Brandmalreformatorium. Da müsste man eigentlich nochmal rumlaufen, weil das ist eigentlich ein offenes Gebiet in Deadlands. Da müsste man eigentlich nur noch den ersten Vortrag nachgucken. Ich markiere das hier, dann kriege ich da eine Übersicht von. So, dann Griff der Statuten. Helft dem Griff bei der Beurteilung eines Sachverhalts in Ferngrab. Das ist hier vor unserer Türe, da müssen wir auch nochmal gucken. Manchmal stehen da 2 Kontrahenten und der Griff bestimmt dann, wie es ausgehen soll zwischen den 2 Kontrahenten, oder ich gebe eine Empfehlung ab. Das sollten wir noch ein drittes Mal machen. Aber ansonsten ist es dann soweit durch, ne? Also das sieht doch schon ganz gut aus. Held von Ferngrab ist erledigt. So, dann haben wir hier noch den hoffnungsvollen Retter. Schließt die Quest entgegen aller Hoffnung in den toten Ländern ab. Wir haben also auch noch den Titel Kataklysmenbrecher bekommen und dann diese Verkörperungsillusionsstein. So, was fehlt uns jetzt noch? Jetzt fehlt uns noch das hier. Sammler der Ambitionen. Wir suchen jetzt die 4 Ambitionen oder die 4. und dann die letzte Ambition, so heißt die Quest, dann Ende der Ambition und dann und ewig bleibt die Hoffnung. Ja, also hier jetzt noch 3 Quests und dann gibt es erst den Champion der Totenländer. Erst dann ist eigentlich die Hauptgeschichte komplett durch. Haben also noch ein bisschen was vor uns. So, machen wir mal weiter. Hier seht ihr jetzt diese Errungenschaftsübersichten, die Sachen, die ich erledigen möchte. Ne? Das ist halt das hier. Haltet den Griff, helft dem Griff bei der Beurteilung und hier Brandmalreformatorium, den ersten Vortrag von Zeldina. So, wir gucken jetzt einfach mal, ob denn da wieder der Griff gerade am Beurteilen ist. Das ist oben bei den Quests für die Tagesquests. Da stehen meistens 2, die sich streiten. Und wir sollen da mal helfen bei dem Streit. Mal gucken, ob die wieder da sind. Diesmal ist hier jemand anderes. Lasst dies eure erste Lektion sein. Nichts in Ferngrab ist umsonst. Wisst ihr viel über Ferngrab? Es ist ein sehr komplexer Ort, Beko. Aber ja, wollt ihr mehr über die Sehenswürdigkeiten oder die Sitten erfahren? Erzählt mir mehr über die Sitten. Abgesehen von ein paar Ausreißern machen nur Dädra niederer Kasten Geschäfte mit Sterblichen. Nach dem, was mir erzählt wurde, hat es weniger damit zu tun, dass man auf die Sterblichen herabsieht. Das Problem ist vielmehr, dass Sterbliche binnen einer einzigen Lebzeit nicht genügend Schulden und Gefallen anhäufen können. Okay, hier steht eigentlich meistens derjenige, der das bestimmt. Von daher leider gerade nicht da dieser Event oder diese Entscheidungsfindung. Darum können wir die gerade nicht machen.
Trefft Evili am Platz der Portale. Das können wir aber machen. Und darum gehen wir da jetzt mal hin. Jetzt geht's mit der Hauptstory gleich weiter. Am besten gebt ihr jetzt noch Post Xmas 2 ein, wenn ihr beim Giveaway mitmachen wollt. Das wird nämlich in 3 Minuten starten hier. Wir hören jetzt nur mal kurz noch von Evili, was denn hier so los ist. Und dann geht's auch schon ins nächste Giveaway. Zack. In die nächste Verlosung. Es sind schon ein paar eingetragen, aber wir haben noch Plätze in der Lotterie. Angeknackste Eicheln, einfach erstaunlich. Hey Freund, schön euch zu sehen. Und da ist sie mal wieder. Lang nicht mehr gesehen. Dieser Ort ist unglaublich. Ermittlerin Vala kommt bei keiner ihrer Geschichten ins Reich des Vergessens. Daher wusste ich nicht, was mich erwartet. Ich war nervös, weil Lyrant meinte, ich käme durch ein Portal hierher. Doch es ist toll. Und jetzt seid ihr hier. Also ist es sogar noch besser. Lyrant meinte, sie hätte euch gebeten, die Unterlagen der Langhauskaiser durchzugehen. Habt ihr etwas gefunden? Eine Menge verrücktes Gerede über Eroberungen, Merunes Dagon und das Vergießen des Bluts ihrer Feinde. Doch nichts über die Ambitionen. Ach, es ist so niederschmetternd. Auf jeden Fall konnte ich sehen, dass Kaiser Leowig gewisse Aufzeichnungen vernichten ließ. Ich bin mir nicht sicher, wie wir die vierte Ambition aufspüren können, wenn ihr nichts in den Unterlagen finden konntet. Ja, verzeiht mir. Ich weiß, Lyrant hat darauf gezählt, dass ich eine Spur finde, der wir nachgehen können. Ich dachte, ich hätte eine Spur bezüglich eines der Besitztümer der Kaiser. Doch da stellte sich als Sackgasse heraus. Es scheint, dass die Langhauskaiser alles Wissenswerte mit ins Grab genommen haben. Und was habt ihr sonst so getrieben, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Vor allem habe ich in Leyawin ausgeholfen. Und ich habe ein paar kleine Aufgaben für Gouverneurin Keshu übernommen. Verstreute Kultisten erledigt und solche Dinge. Ansonsten war es ziemlich ruhig. Bis Lyrant sich mit mir in Verbindung setzte. Hat Lyrant euch erzählt, was im Ferngab und den Totenländern geschehen ist? Sie hat mir von den Höhepunkten berichtet. Seltsame Kataklysmenmaschinen, Schwester Seldina und dieser böse Nokvos. Wie schade, dass ich nicht da war, um zu helfen. Ich kann es aber kaum erwarten, die Anachoretin zu treffen. Ich habe immer überlegt, mir eine Maske zu besorgen. Wie die grüne Kapuze oder der scharlachrote Richter. Okay, wie hat sich Lyrant mit euch in Verbindung gesetzt? Sie hat eine ihrer gruseligen Anhängerinnen geschickt, um mir eine Nachricht zu überbringen. Diese Rogatina. Meistens Briefe, aber Lyrant kam persönlich, um mir letzte Anweisungen zu geben, wie man Ferngrab erreicht. Ich musste einen Portalschlüssel verwenden. Das war aufregend. Faszinierend, haben wir auch schon gemacht. Die Langhausdokumente waren keine Hilfe und ich habe immer noch nichts von meinen Kontakten gehört. Unsere nächstbeste Chance ist wohl das Haus Caprice. Das Haus Caprice? Das klingt interessant. Trefft mich im Haus Caprice. Es wird Zeit, die Erinnerungen der Anachoretin zu erkunden. Wunderbar. Das hört sich doch gut an. Und wir sind schon beim nächsten Giveaway jetzt. Also, letzte Chance, Post-Xmas 2 einzugeben, um hier jetzt einmal ein 2000 Kronenpaket für Kronkisten oder für DLCs zu gewinnen. Und jetzt habt ihr noch die Möglichkeit für die nächsten paar Sekündchen. Und dann sind wir auch am Ende des zweiten Giveaways angekommen. Da gibt es nur noch ein drittes. Da gibt es aber nur 200.000 Gold. Das heißt, da gibt es nur Knete hier in Game Gold. Und von daher, genau, wenn ihr noch ein paar Kronen möchtet, ist jetzt die letzte Chance. Und ich hoffe, ihr seid alle eingetragen. Ich werde hier jetzt gleich die Verlosung starten. Ja, dauert nicht mehr lang. In. Keiner tippen was ein. 3, 2, 1 und go. Und Miramis has won the giveaway. Jawohl, herzlichen Glückwunsch an Miramis. Miramis hat hier jetzt damit auch nochmal die Möglichkeit, sich entweder aus diesem Kronenstore hier einen schönen DLC auszusuchen, den sie vielleicht noch nicht hat, den sie noch braucht, den sie einfach
generell haben möchte, wenn ESO Plus abgelaufen ist. Oder, tja, Kronenkisten. Hier diese himmlischen Kisten. Davon 5 Stück. Was möchtest du denn, Miramis? Was ist deine Wahl des Giveaways heute? Du kannst frei entscheiden, was ist dir lieber. In den Kisten kann ich ja auch noch mal kurz zeigen, was da so drin ist. Da ist ja hier dieser Astralschimmer drin, ne? Also man kann schon hier was finden, was so ein bisschen mit Astrologie zu tun hat, ne? Wo Sternchen auf den Figuren ist oder hier so Aurora-Projektor oder hier ein himmlischer Wirbel. Da sind schon schöne Sachen drin, alles so ein bisschen himmlisch. Nur die, genau, die Waffen finde ich jetzt nicht so prickelnd. Aber ich bin ja nie so der Fan von großen Stilen. Na, man kann aber auch Pech haben und kriegt hier nur so ein Fergab-Reliquar. Ist zwar total toll Gold, aber ne, was soll ich sagen? Nicht so prickelnd, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, und Miramis, nehmt die Kisten. Es ist ja so, die nächsten Sachen, die kommen aus dem Shop. Oder als DLC wird ja wieder ein Dungeon-DLC sein. Jetzt gab es ja gerade ein Gebiets-DLC. Die nächste Geschichte, das nächste Jahr wird in der normalen Reihenfolge jetzt wieder mit einem Dungeon-DLC starten. Es werden wieder 2 neue Dungeons kommen mit einer neuen Geschichte, mit einer neuen Storyline. Und die Storyline ist diesmal kein riesiges apokalyptisches Ende von Tamriel, sondern mal was über Intrigen und Probleme zwischen verschiedenen Klassen, Rassen. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Also bis jetzt kann ich mir nichts Großes vorstellen. Ich habe auch noch immer noch nichts richtig gelesen. Deshalb, Dungeon DLCs bedeutet ja meistens so 1500 Kronen. Das wird es beim nächsten Mal sein. Und die würde ich natürlich wieder über, ja, ESO Plus dann mir irgendwann mal wieder gönnen. Und was wir jetzt machen ist, wir haben hier jetzt also diese Kronenkisten. Ich kann leider nur die 15 auf einmal verschicken. Man kann ja nicht die Kronenkisten einzeln kaufen. Ne? Das ist halt so, man kann ja jetzt nicht sagen, okay, ich kaufe mir jetzt eine und verschenke dann einzelne davon. Die hat man dann ja schon. Ne? Die sind dann ja hier oben drin. Und hier kann man ja nicht sagen, verschenken. Ne? Man kann ja nur sagen, hier kaufen. Mein Freund. Auf Wiedersehen, mein Freund. Deshalb, genau, werden die jetzt einzeln verschenkt. Und zwar, sonst hätte ich nämlich dieses Paket hier geholt, ne, dann hätte ich 15 Stück und dann könnte ich 5 davon einfach abschicken. Das wäre vom Preis her interessanter, aber ist halt blöd. Ne? Wenn man sie einmal hat, kann man das nicht mehr machen. So, also einmal hier an Opa Rainer. Zack, geht jetzt hier dieses Paket mit 4 Kisten drin und los geht's. Plus dann einmal nochmal das Ganze mit einer Kiste drin und damit 1900 Kronen für 5 Kisten. Herzlichen Glückwunsch an Opa Rainer. Oder kann ich hier doch sagen, ich möchte mehr. Ne, die ich habe, die habe ich doch. Ne? Also, nee. Passt so nicht. Da macht er ja auch keinen guten... Macht er bei 4 denn jetzt automatisch die 1500? Ne, macht er nämlich nicht. Okay, gut, so und zack, Opa Rainer. Damit herzlichen Glückwunsch für deine 5 Kisten. Und das gleiche jetzt nochmal für Miramis. Die Weihnachtsgeschenke werden hier noch, die Post-Weihnachtsgeschenke, Nach-Weihnachtsgeschenke werden hier noch gerade vergeben. So, und raus damit. Und hier nochmal eine Kiste extra. So, Miramis hat damit auch 5 Kisten bekommen. Sehr schön. Und ich habe noch 1505 Kronen fürs nächste Dungeon DLC. So läuft das. Ich hoffe, ihr habt was Schönes in den Kisten drin. Vielleicht könnt ihr ja mal kurz beschreiben oder sagen, welche Belohnung ihr da rausbekommen habt, wenn ihr mal reinguckt in die Kisten. Und mir kurz mal schreiben, per Nachricht im Spiel oder so, ob ihr denn hier so eine seltene Apex-Belohnung bekommen habt oder so eine Apex-Belohnung generell. Ja, ob was Gutes bei euch drin war sozusagen. Das würde mich interessieren. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall für euer Giveaway.
So, und damit starten wir auch schon das letzte Giveaway heute. Hiermit starten wir somit die 200.000 Gold hier im Spiel. Und das Giveaway wird gar nicht so lange dauern. Das wird nämlich jetzt nur so innerhalb der ersten Quest verteilt. Also so in der nächsten Viertel bis halben Stunde. Von daher Post Xmas Giveaway Nummer 3 heute am 30. Dezember 2021. Das letzte Giveaway im Stream für dieses Jahr bei mir. Und damit könnt ihr 200.000 Gold abstauben, wenn ihr denn da Glück habt. So, und da schreibe ich jetzt hier auch mal als Aktualisierung in den Titel. Und dann geht es mit der Storyline weiter. Mit dem Abschluss von Tore von Oblivion. Von diesem Jahr, von der Geschichte. Mal gucken, wie weit wir noch kommen heute. Okay, Post-Xmas 3 war das. So. Und damit alles wieder resettet, alles wieder frisch. Die nächste Runde beginnt. Ihr könnt jetzt nochmal Ingame Gold gewinnen. Ich mache hier einfach mal weiter. So, zack. Und die Storyline geht im Haus Caprice weiter. Wo ist die vierte Ambition? Wie finden wir die letzte Ambition? Und was erwarten? Ne, Wasser wartet. Ne, Eistee wartet. Moment. Wie geht's weiter? Ich bin mal schwer gespannt. Wo ist sie? Okay, Madame Caprice ist gar nicht mehr da. Sehr ungewöhnlich. Anna Kuretin, Merones Dagon war in Hoffensbrand besonders an euch interessiert. Wir müssen eure Erinnerungen untersuchen. Ihr seid also die Anna Kuretin, was? Schicke Maske. Danke, ich mag auch euren Bogen. Beginnen wir. Sterblicher, benutzt das Erinnerungsgefäß, um während des Rituals die Erinnerungsfragmente der Anachoretin einzufangen. Das ist so geil. Die Evelyn, schicke Maske. So total unwichtig. Das ist also die Anachoretin, hm? Schicke Maske. Ich hoffe, dass sie wirklich hiermit einverstanden ist. Ihr solltet lieber den Anweisungen dieser Madame Caprice folgen und das Ritual beginnen. Oh. Na gut, machen wir mal langsam weiter. Lyant hat mich gebeten, der Anachoretin dabei zu helfen, ihre wiederhergestellten Erinnerungen durchzugehen. Daher habe ich dieses Ritual ersonnen. Nehmt das Erinnerungsgefäß und wir fangen an. Das ist ein heikler Vorgang und ich kann nichts versprechen. Wir erfahren vielleicht, was Lyant wissen will. Vielleicht auch nicht. Okay, ich denke schon. Madame Caprice hat eingewilligt, die Erinnerung der Anachoretin zu entwirren. Da wir keine anderen Hinweise auf die vierte Ambition oder darauf haben, wo wir Somren und Kalia finden können, müssen wir das versuchen. Macht euch an die Arbeit, Sterblicher. Vergeudet keine Zeit mit Gerede. Okay. Optional. Nochmal mit ihr reden. Ich weiß, ich gab meine Zustimmung zu diesem Ritual. Doch inzwischen bin ich mir etwas unsicher. Seit meine Erinnerungen zu mir zurückgeströmt sind, konnte ich mir noch nicht einmal auf einen Bruchteil von ihnen einen Reim machen. Ich habe keine Ahnung, ob Madame Caprice etwas finden wird und ob es uns tatsächlich hilft. Soll ich das Ritual absagen? Nein, auf keinen Fall. Ich bezweifle nur, dass wir etwas Nützliches finden werden. 20 Jahre meiner Erinnerungen wurden binnen weniger Wimpernschläge wiederhergestellt. Es braucht mehr als ein einzelnes Ritual, um sie alle durchzugehen. Außerdem gibt es vielleicht gar keine Erinnerungen, die uns wirklich helfen. Okay, euer Vater war ein Langhauskaiser und eure Mutter eine hochrangige Kultistin. Da muss es etwas geben. Vielleicht, aber bisher hatte ich kein Glück dabei, meine Erinnerungen in einen Zusammenhang zu bringen. Sie fühlen sich an, als würden sie jemand anderem gehören, wisst ihr? Hey, ist euch aufgefallen, dass Lyrant ernster als gewohnt ist? Ein wenig gruseliger? Ist wahrscheinlich nicht schlimm, oder? Vielleicht. Wir müssen immer noch herausfinden, woher Merones Dagon
euch kennt und warum er an euch interessiert ist. Ja, seltsam ist eine echte Untertreibung dafür, wie ich mich fühlte, als er mich in Hoffensbrand direkt ansprach. Nun macht schon und nehmt das Erinnerungsgefäß, damit wir anfangen können. Wer weiß, vielleicht bekommen wir so doch ein paar Antworten. Okay, dann mal los. Eine verzierte Schale, in der man Erinnerungsfragmente auffängt. Benutzt das Gefäß, um die Fragmente zu sammeln, wenn sie erscheinen. Ich nutze das Amulett der Anachoretin als Fokus. Oh, soll das so wehtun? Da, ein Erinnerungsfragment. Nehmt es. Sie ist mein Blut. Das Erbe der Langhauskaiser fließt durch ihre Adern. Weiter, wir sind kurz davor. Noch ein Fragment. Nehmt es, bevor es sich auflöst. Nein! Oh wei, oh wei. Mach, dass es aufhört! Ihr tut ihr weh! Hört auf! Hört sofort auf! Töricht! Ihr strapaziert meine Geduld! Ja, war das jetzt erfolgreich? Man hat den Kaiser halt gehört. Aber so richtig, Kaiser Morika, so richtig hat uns das jetzt irgendwie nichts gebracht, oder? Ja, danke an Anonymous für das Airhorn 100. Ich weiß nicht, wer es war, aber es war auf jeden Fall laut und wir haben uns ein bisschen erschrocken, glaube ich. Trotzdem danke für die 100 Bits. Und damit können wir auch schon wieder weiterspielen hier. Ja, der Soundmanager und Soundalerts, die machen hier ganz schöne Schockverteilung manchmal. Die Waldelfin hatte kein Recht, das Ritual aufzuhalten. Es war nicht ihre Entscheidung. Ohne weitere Spuren waren die Erinnerungen der Anachoretin unsere beste Chance, Merunes Dagons Pläne zu ergründen. Jetzt haben wir nichts. Wir haben immer noch das Erinnerungsgefäß. Vielleicht kann Madame Caprice die von uns gesammelten Erinnerungen miteinander verbinden. Ihr wollt meine Wut besänftigen, indem ihr sagt, dass wir doch noch etwas aus diesem Debakel machen können? Nun gut. Zeigt das Erinnerungsgefäß Madame Caprice. Sie kann uns sagen, was in ihm ist, bevor ich mich auf den Weg mache. Auf den Weg machen? Wo wollt ihr hin? Wir haben keinen Hinweis darauf, wie wir die letzte Ambition finden können. Das Ritual wurde angehalten, bevor es die Erinnerung der Anachoretin ganz ordnen konnte. Es bleibt uns nur ein Weg, Sombrin und Kalia. Die Wahrscheinlichkeit, sie zu finden, ist klein, aber ich muss es versuchen. Jo, belastet euch noch etwas anderes, Lyrant. Wirklich angespannt? Nun, ihr und Evili seid seltsam ruhig für Geschöpfe, deren Daseinsebene bedroht wird. Gefällt es euch hier im Ferngrab? Soll diese Sandprobe eure Zuflucht werden, wenn Merunes Dagon eure Welt erobert? Geht. Sprecht mit Caprice. Ja, das machen wir jetzt. Und guten Abend an Dorado 4444. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen schön, dass du es erstmal hier was geschrieben hast. Die Erinnerungen der Anachoretin sind zu verstreut, nicht klar genug ausgerichtet. Sie hat die Tatsache, dass die wiederhergestellten Erinnerungen ihr gehören, noch nicht ganz für sich angenommen. Lasst mich das Erinnerungsgefäß sehen. Vielleicht können wir doch noch etwas Nützliches erfahren. Hier ist es. Ah, das ist eine sehr frühe Erinnerung. Die Anachoretin ist noch ein Säugling und hört die Stimme ihres Vaters. Damit kann ich etwas anfangen. Ja. Was ist mit dem zweiten Fragment? Noch eine Erinnerung. Aber dieses Mal ist die Stimme ihres Vaters kalt, befehlend. Diese Fragmente beben vor emotionaler Wahrhaftigkeit. Sie tragen gewissermaßen eine Handschrift. Das kann ich nutzen, um den Aufenthaltsort des Langhauskaisers auszumachen. Oder den seiner Seele, um genau zu sein. Warum interessiert uns, wo die Seele des Langhauskaisers ist? Wenn ihr den Kaiser findet, könnt ihr mit ihm sprechen. Ihr könnt direkt von Morika erfahren, was ihr wissen müsst. Ah. Ich spüre, dass er in den Totenländern gefangen ist. Im Brandmal-Reformatorium.
Nehmt das Amulett der Anachoretin. Es wird euch zur Seele des Kaisers führen. Ja, da müssen wir auch noch was von Zeldina finden, so eine Vision. Von daher, das ist ja ganz gut, dass wir da wieder hin müssen. Wie wird uns das Amulett zur Seele von Kaiser Morika führen? Soweit ich weiß, war das Amulett ein Geschenk des Vaters an die Tochter. Seine Verbindung zu Morika ist stark. Setzt es am Reformatorium ein und es wird euch zu ihm führen. In welcher Verfassung seine Seele nach Jahrzehnten der Folter sein wird, kann ich allerdings nicht sagen. Ja, da lassen wir uns mal überraschen. Und schön... Es sind meine Erinnerungen und mein Amulett. Ich gehe mit euch. Wohlan denn. Geht diese Erinnerung mit der Anachoretin nach. Seht, wohin sie führt. Ich begebe mich indes auf die Suche nach Sombrin und Kalia. Ihr solltet nicht allein gehen, Lyrant. Ich komme mit. Wie misstrauisch, Eveli. Nun gut, Sterblicher, wir stoßen zu euch, wenn wir mehr wissen. So, für die letzten 15 Minuten mache ich auch mal wieder hier mein Bild weg. Und schön, dass du auch schon gecheert hast hier auf dem Kanal, Dorado. Man sieht ja an diesem schönen Cheer-Diamant vor deinem Namen, dass du voll dabei bist. Vielen lieben Dank. Freut mich sehr. Und genau, wir werden jetzt mal gucken, dass wir dieses Brandmal-Reformatorium uns nochmal angucken. In einer Viertelstunde ist das Giveaway für Post-Xmas 3 für die 200.000 Gold hier im Spiel. Wenn ihr hier Elder Scrolls Online spielt, ist das eine kleine Finanzspritze für den einen oder anderen. Und ich wollte euch nochmal aufmerksam machen auf die Community-Punkte, die Gari-Punkte, die ihr hier als Follower sammeln könnt. Wenn ihr die einsetzt, dann könnt ihr die Community-Herausforderung unterstützen und damit eventuell es erreichen, dass ich am Wochenende im Januar streame, dass ihr mich also auch am Wochenende seht. Dafür aber ein paar Punkte einsetzen. Ja, hier ist noch kein anderes Gespräch, also hier brauchen wir nicht hin. Dann gehen wir mal ins Reformatorium. So, zack, 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 schnell reiten. Ja, da war die Abkürzung. Und ne, Karg ist das andere. Hier, die Sänge. Die Sänge ist der Bereich, wo es rot ist und wo nicht die Blitze unterwegs sind. Wir werden die Herausforderung auch verlängern diesmal. Also wenn ihr es nicht schafft, die Herausforderung zu erledigen, gibt es natürlich die Kari-Punkte alle zurück. Also das ist erstmal das erste Thema. Wenn ihr es aber schafft, dann oder als auch nicht bis zum Ende des Monats schafft, dann werden wir nochmal 7 Tage ranhängen, weil ich ja relativ krank war, muss man ja sagen. Und damit das nicht von Nachteil für euch ist, werden, wo ist denn jetzt dieses Brandmal-Reformatorium? Ach, wieder da im Dungeon. Okay. Dann, ja, müssen wir einfach mal hinlautschen. Genau. Dann werde ich das, die Herausforderung 7 Tage verlängern. Ihr werdet es also schaffen, dieses Community-Ding abzuschließen. Wenn ihr Punkte reinsteckt. Wir sind ja schon relativ weit. 3/4 sind ja eigentlich schon erledigt. War halt jetzt so durch die Grippe echt nicht möglich, vernünftig zu streamen für euch. Tut mir auch leid, dass ihr nicht viele Punkte sammeln konntet in der letzten Zeit. Aber ich habe heute noch Probleme mit dem Husten und mit dem klaren Sprechen. Von daher, ja, erst heute war es wieder möglich. Im Brandmal-Reformatorium suchen wir auch Höllenfeuer und Schwefel, die Errungenschaft, die ihr hier rechts seht vielleicht, ne? Moment, hier, diese hier, da geht es auch drum, ne, hier ist es jetzt falsch, die Anzeige, aber egal, ich meine die rechts da, wo es darum geht, 4-mal Vorträge von Schwester Zeldina zu hören, es fehlt nämlich der erste, irgendwo am Eingang oder am Anfang, scheint Schwester Zeldina noch einen Vortrag gehalten zu haben, den ich nicht gesehen habe. Oder hier? Ne. Wir gucken mal. Erstmal hier beim Reformatorium die Anachoretin finden.
Und dann die vierte Ambition. Das ist eigentlich das nächste Ziel. Ob wir das in 10 Minuten schaffen, weiß ich nicht genau. Aber dann ist die Verlosung für Post-Xmas 3. Für die 200.000 Gold. Also bezüglich Essen hat dann auch nur Opa Rainer gesagt, Karpfenblau. Leider auch nicht genau, ob mit Zwiebeln, Kartoffeln oder Fritten oder wie man den dann so macht. Aber bei mir ist Fondue, nur mal so zur Info. Da gibt's Fleischfondue, kein Käsefondue. Was ist das? Madame Caprice sagte, das Amulett würde uns zu Kaiser Morikas Seele führen. Macht nur und verwendet es. Okay. Amulett der Anachoretin. Ein Irrlicht. Folgen wir ihm. Ja, das können wir machen. Das müssen wir aber nicht. Wir suchen jetzt so, wie nennt sich dieses? Irgendwelche Plattformen oder irgendwelche Beamer, die uns etwas erzählen. Nämlich die Vorträge von der Schwester Seldina. Wie viele Truhen hier stehen. Als ihr das Amulett verwendet habt, erschien das Irrlicht. Folgen wir ihm und sehen wir nach, wo es uns hinführt. Okay. Bis jetzt übrigens 100% Chance für Panda Teddy. Er ist der Einzige, der Ingame-Geld haben möchte. Faszinierend. Dagonisten im Wandel der Zeit. Heute habt ihr es abgewählt, heute wird es nicht vorgelesen. Ich bin immer noch 720 vom Champion-Level-Rang her und ja, deshalb mache ich noch ein paar Mobs weg. Die 1000 will ich halt auch irgendwann mal knacken. So, wo war denn diese Anachoreti-Geräte? Ich frage mich, wie viele Seelen an diesem Ort gefangen sind. Das frage ich mich auch. Ich frage mich vor allen Dingen, wo das sein soll, was wir hier für die Quest brauchen. Für die Höllenfeier-Errungenschaft brauchen. Wo könnte denn dieser Visionsapparat rumstehen? Schwierig. Wo kommen wir jetzt raus? Ich glaube nicht, dass die Langhauskaiser das erwartet hatten, als sie einen Handel mit Merones Dagon eingingen. Oh nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder ein Handel. Eine verborgene Tür. Ich schätze, wir müssen dort hinein. Immer diese erwachende Flamme-Leute, die hier Handel mit Merones Dagon machen. Wir wollen das jetzt langsam mal erledigen hier. Reformationsschmiede, okay. Gut, das sieht wie eine Art Schmiede aus. Ich frage mich, ob sie benutzbar ist. Ja, aber für was denn? Selbst wenn, wüsste ich gar nicht, was ich daran schmieden soll. Aha. Tagebuch der erwachenden Flamme. Die unbeschreibliche Schmiede hier entstanden die Kriegsmaschinen von Merones Dagon, ein Ort, an dem es nach Feuer, Schwefel und Qualen riecht. Ja, okay. Der Meisterschmied ist wohl schon lange weg. Überall sind kleine Gegenstände verstreut. Gut. Ja, da brauchen wir jetzt nicht durchzulesen. Hier wurde halt geschmiedet, ne? Kaiser Leovic? Was geht da? Habt ihr das gehört? Das klang, als käme es aus dem Hochofen. Was? Die Hochofentür ist fest versiegelt. Warum sollte uns mein Amulett hierher führen? Öffnet die Tür. Euer Kaiser befiehlt es. Die Stimme aus meiner Erinnerung. Kaiser Morika. So. Dort gibt es einen Entladelimbus. Wir müssen etwas Luminit finden und laden.
Zuerst stand da Kaiser Leovic. Sind beide da drin oder sind das Hallos? Und guten Abend, Nafurim, hier im Post-Xmas-Stream, im viel zu spät Weihnachtsstream 2021 von mir, wo ich wieder ein bisschen am Damm bin. Schön, dass du eingeschaltet hast. Nicht so schlimm, Hauptsache der Wille zählt, du bist da und hast noch kurz reingeklickt. Wenn du 200.000 Gold gewinnen möchtest für PCEU, dann kannst du Post-Xmas 3 eingeben, steht auch in der Videobeschreibung. Und dann ist der Weihnachtsstream gleich auch schon vorbei, nämlich nur noch so ein paar Minuten. Ich hoffe, wir kommen hier noch ein bisschen weiter, dass wir auch wissen, wo die vierte Ambition ist. Ich glaube, wir können die Hochofentür mit Luminit öffnen. Ich will erfahren, was da drin ist. Herausfinden, ob diese Stimme wirklich Kaiser Morika gehört. Es klang auf jeden Fall wie die Stimme aus meiner Erinnerung. Suchen wir uns etwas Luminit und finden wir heraus, wie das geht. Das kennen wir doch schon. Ihr müsst ein paar Luminite finden. Vorzugsweise geladene. Okay. In diesem Fall glaube ich, dass es den Hochofen anfeuern und die Tür öffnen wird. Das ist zumindest meine stärkste Vermutung. Ja, wieso auch nicht? Ich habe ja eins gefunden. Stecken wir es mal hier rein. Die Tür ist offen. Ich sehe nur einen Klumpen Schlacke. Das war einfach, aber sieht nicht wie Kaiser Leovic aus. Oder? Was geht ab? Daran besteht kein Zweifel. Die Stimme kam aus diesem Stück Schlacke. Und es klang wie der Kaiser Morika aus meiner Erinnerung. Er will, dass wir ihn befreien. Meint ihr, wir sollten das tun? Aber jetzt habe ich was im Hintergrund laufen kann, während ich im BDEU am Grinden bin. Ah ja. Black Desert Online. Spielst du gerade? Ja, ich habe es irgendwann aufgehört, aber es war ein Spiel, was man mal ausprobieren konnte. Es kostet ja auch nicht so viel. Von daher, ja, mal reinschauen. Macht auch bei dem MMO Entschuldigung. Sinn, aber ja. Nee, wenn, dann ist bei mir als nächstes Elders Herr der Ringe Online Gundabad angesagt oder Final Fantasy 14. Endwalker oder so, ne? Und ja, ich glaube, Shadowlands müsste ich bei WoW auch noch weitermachen. Ja, und noch New World. So, mal gucken, wie da das 60er Endgame ist. Da müssten wir auch mal irgendwann mal hinkommen. Ja, nö. Also, nicht noch BDO. So. Wir sind gekommen, um die Seelen der Langhauskaiser zu finden. Habt ihr eine Ahnung, wie man sie befreien kann? Ihr habt diesen Ort gesehen. Es geht nur um Folter. Ich glaube, sie haben die Seelen der Kaiser mit diesem Metallklumpen da verschmolzen. Es wirkt wie eine passende Bestrafung für jeden, der den Zorn von Merunes Dagon erregt hat. Doch wir müssen sie befreien, um mit ihnen zu reden. Habt ihr irgendwelche Vorschläge? Ich hab's doch jetzt schon mal gefragt, wie wir das schaffen können. Wir müssen den Hochofen anfeuern, um die Schlacke zu schmelzen. Ich habe zwei Entladelimbi entdeckt. Wenn wir dieses geladene Luminit in einen der beiden stecken, ist die Hälfte schon geschafft. Wir müssen aber ein zweites Luminit finden. Gut. Es gibt noch zwei andere Entladelimbi. Wenn wir noch ein Luminit finden können, lässt sich damit vielleicht der Hochofen entfachen. Gut, also nochmal. Eins packen wir jetzt hier rein, aber erstmal müssen wir ein anderes finden. Wo könnte das denn sein, das andere? Ah ja. Seht mal, da oben. Luminit. Steckt das geladene Luminit in den Entladelimbus an der Wand. Super, jetzt können wir da hoch. Ist denn in Star Wars irgendwie groß was Neues nach Forim? Also ich habe irgendwie gehört, dass die wollten jetzt wieder ein großes Add-on rausbringen oder ein großes Paket an Story, aber das sollte dann wohl doch erst 2022 kommen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und Opa Rainer gibt uns hier nochmal kurz einen Tipp für Karpfenblau, soweit ich das sehe. Suppen, Gemüse schälen, Zwiebeln abziehen, alles fein würfeln, im breiten großen Bräter mit, aha, Dill, Wein, Weißweinessig, Zitronenschalen und Weißwein. Köcheln und schließlich, das hört sich gut an, Karpfen innen und außen behutsam waschen, ohne Haut zu verletzen, etwas salzen und mit restlichem
kochenden heißen Essig übergießen, damit er schön blau wird. Aha. Den Karpfen dann nach ca. 30 Minuten im zugedeckten Kopf auf kleiner Flamme im Sud garen. Mit Kartoffeln. Schön lecker, Opa Rainer. Das wird ja bestimmt gut. Am 15. Februar kommt es erst. Genau. Toll, jetzt habe ich Hunger. Na, Vogel, wir reden gerade über Essen. Opa Rainer war der Einzige, der uns offenbart hat, der einzige Zuschauer, der uns offenbart hat, was er isst zu Silvester. Bei uns gibt es morgen Fondue, Fleischfondue. Hier drüben, das ist eine Dynamosquelle. Laden wir das Luminit damit auf. Bedeutet Hähnchen, Schweine und Rindfleisch in Fett mit ganz viel Gemüse. Das Luminit ist geladen. Lasst es uns in einen der Entladelimbi stecken. Und ganz viel Baguettes und ganz viel Butter. Ja, Baguette, Butter, ganz viele Soßen. Und dann wird das alles zusammengepackt und dann gibt es immer kleine Happen Fleisch als leckeres Fondue morgen. Das wird bestimmt ganz interessant. Nee, alleine lohnt sich das nicht. Morgen kommt, kommen zwei Nichten und Neffen. Genau. Morgen kommt nicht die ganze Familie, nicht so viele wie Weihnachten, aber auch morgen kommen welche und genau. Bruder. Nee, drei. Drei sind's. Ich komme da nicht mehr drauf klar, ey, manchmal. Genau, drei Kinder plus drei Erwachsene. Aber alles hier aus dem Haushalt eigentlich, außer die zwei, ja, ist schwierig zu erklären. Interessante Familienkonstellation. Aber genau, auf jeden Fall werden wir morgen viel essen. Da freue ich mich drauf. Und 75% der Community-Herausforderungen hier kurz vor Ende des Streams sind abgeschlossen. Wie kriegt das denn Ding dann hier jetzt raus? Es ist soweit. Opa Rainer hat nochmal Punkte reingesteckt. 18.000 Punkte für die Community-Herausforderung. Und da gibt auch noch Nafurim welche ab. 5.008 mittlerweile zur Community-Herausforderung. Und wie gesagt, wenn wir es nicht schaffen, kriegt er sie zurück. Und ansonsten werde ich im nächsten Stream dann auch die Community-Herausforderung um 7 Tage verlängern. Also wir haben noch Zeit für die 100%. Macht euch keine Sorge, eure Punkte sind nicht verloren. Steckt sie da rein, wenn ihr mich am Wochenende im Januar sehen wollt. Im Jahr 2022, im ersten Monat. Das wäre doch was. Alleine Fondue ist wirklich too much. Da hast du recht, Nafurim. Ja, wenn mein Bruder mit seiner Frau und so nicht immer dabei wären, wäre ich auch allein. Würde ich mit euch viel mehr streamen, würden wir uns viel mehr sehen. Aber da kamen dann doch irgendwo ziemlich viele Nichten und Neffen im Laufe der Zeit zusammen. Wenn ich das mal so richtig zusammenrechne, mit Halbbrüdern, Stiefgeschwistern und was weiß ich alles, was da so reingemischt wird, mittlerweile ist das ja gang und gäbe, ne? Ja, würde ich mal sagen. Boah, lass mich nicht lügen. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es müssten 7 insgesamt sein. Also alles, was nur hier noch keine Enkel oder so, ne, dann kommt auch noch alles. Das ist alles noch am Weg, aber heieiei, ich sag euch. Ganz schön viel los. Der Hochofen ist angefacht. Gute Arbeit. Gut, jetzt aber, was passiert denn jetzt hier? Endlich erlöst. Wem müssen wir für unsere Freiheit danken? Kaiser Leovic ist hier? Kaiser Morika ist hier? Kaiser Duroka? Ah, das ist der von den. Das ist der vom Reich, ne? Und dann kam ja er hier, glaube ich, als Sohn, ne? Und dann kam er als aktuellster, oder? Wie war das nochmal? Wie das nochmal war. Welcher Kaiser hier was zu sagen hat. Und was die uns zu sagen haben. Und wie wir jetzt die vierte Ambition finden. Und was da noch alles so kommt. Weil das sind noch mindestens 3 Quests, ne? Das alles werden wir im nächsten Stream hier sehen. Wir machen jetzt noch das Giveaway für Post-Xmas 3 Giveaway. Leider konnten wir nicht so viel über das Essen reden. Ich wollte auch noch über Spiele reden, die ihr so einsetzt, aber das Feedback war heute ein bisschen wenig. Deshalb habe ich nicht so viel mit euch gequatscht und nicht so viel erzählt, weil ich dann doch mehr hier gespielt habe. Aber der Karpfenblau,
Den merke ich mir von Opa Rainer. Ansonsten, genau, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir raiden gleich noch im Kanal. Wir werden jetzt gleich nochmal 250 Gary-Punkte verteilen. Und jetzt geht's in die letzte Verlosung vom letzten Giveaway heute für 200.000. Und da brauchen wir gar nicht viel zu verlosen, weil da hat sich echt... Boah, wir sind bei 91.000. Wir sind echt weit bei den Community-Herausforderungen. Hat sich echt nur einer eingetragen. Nur einer hat Interesse an 200.000 Gold in Elder Scrolls Online. Entweder habe ich einen schlecht besuchten Kanal oder wir spielen ein schlecht besuchtes Spiel. Oder beides. Oder ihr seid alle zu reich. Vielleicht ist es das auch. Gut, dann die Verlosung startet und ja, wer soll es wohl sein, ne? Ja, Panda Teddy, herzlichen Glückwunsch. Du hast es. Dir gehören die 200.000 Gold. Damit herzlichen Glückwunsch an dich. Ein Gretz hier an dich. Und Nafurim hat die letzten beiden Male gewonnen, darum diesmal nicht. Auch Opa Rainer und Panda Teddy und Miramis haben auch schon öfter gewonnen. Also mach dir da keine Sorgen, Nafurim. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, also bevor jetzt jedes Mal ja, Panda Teddy gewinnt oder Pit Van See oder Opa Rainer oder Miramis, da kannst du doch auch ein paar Mal dabei sein. Ich habe noch nicht aufgezählt, wie viele. Ich habe noch nicht mitgezählt, wie oft ihr was gewonnen habt. Aber ja, es sind oft die üblichen Verdächtigen. Aber schön, dass ihr da seid. Aber auch heute hatten wir 2, 3, 4 neue Zuschauer, habe ich gesehen. Von daher alles Gute. Lasst uns zwar nicht immer ein Follow da. Wenn ihr aber möchtet, könnt ihr gerne auf Follow drücken. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und du kriegst jetzt im Game, also Panda Teddy kriegt in Game hier 200.000 Gold von mir geschickt nach dem Stream. Und das war's für heute. Wir raiden jetzt noch schnell, damit ihr 250 Gary-Punkte noch mitmachen, mitsammeln könnt. Und wen nehmen wir heute? Heute nehmen wir... Tja, ich weiß es gar nicht genau. Keinen, der jetzt irgendwie mich so anspricht. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Royal Funk, Tales of Arise. Das ist ein Spiel, das ein bisschen mehr so Rollenspiel ist und so. Das wollte ich mir immer mal angucken. Das können wir uns jetzt mal angucken und der Raid beginnt. Ein kleines Rollenspiel bei Royal Funk. Für 250 Gary-Punkte einfach joinen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht gut, bleibt gesund und dann bis 2022. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann.